Udo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Und heute zocken wir mal was, was ich schon länger mal zocken wollte, weil ich ein großer Fan von 3D Realms bin, damals noch von Duke Nukem und sowas. Und zwar zocken wir Iron Maiden. Das ist ein Retro-Shooter. Also das Spiel ist zwar noch nicht so alt, aber es ist halt auf Oldschool gemacht. Das ist noch mit dieser Build-Engine, wo damals auch Duke Nukem 3D mitgemacht wurde. Und ich habe schon ein bisschen gezockt. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Continue und gehen in den zweiten Level hier rein. Und ihr seht, das ist alles halt total oldschool. Guckt euch mal die Karte hier an. Sowas kennt man auch noch damals von Duke Nukem 3D und so. Alles die alte Engine. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, das Level ist jetzt noch ganz neu für mich. Das habe ich überhaupt noch gar nicht gezockt. Auf E können wir Türen öffnen. Falls das gehen sollte. Nein, keine Türen öffnen. Guck mal, hier ist ein Schalter. Ah, wunderbar. So. Boah. Das ist übrigens die zweite von vier Schwierigkeitsstufen, glaube ich. Ich wollte es noch nicht übertreiben. Weil das habe ich halt auch noch gar nicht gezockt und so. Und da geht es auch schon direkt weiter. Na, was ist das? Krass, den habe ich noch gar nicht gesehen. Im ersten Level gab es den noch gar nicht. Kriechviecher. Da kommt noch einer, guck mal. Guck dir den mal an. Ist ja voll eklig, oder? So. Oh oh. Wir haben auch noch andere Waffen, kann ich euch gleich mal zeigen. Lad nach! Oh, zum Beispiel die hier. Oh, wir haben jetzt tatsächlich keine Schuss mehr. Noch den Schlagstock, die Waffe und das war's. Wir haben keinen Schuss mehr. Das heißt, wir müssen jetzt mal mit der Waffe hier haushalten. Jetzt hätten wir wieder Schuss, aber wir machen mal mit der Waffe hier weiter. Hallo, mach mal Tür auf! Nein. Keine Tür auf. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Hier? Kann sein, dass wir ins Wasser vielleicht müssen. Das weiß ich nicht. Das sieht wohl so aus, weil hier geht's nicht weiter. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich... Okay, auf C runter, auf Leertaste hoch. Macht Sinn, Crouch und so. Oh nein. Wunderbar. Ha! Haben wir jetzt überhaupt irgendwas erreicht? Hat das irgendwas gebracht? Hm. Wieso geht das nicht auf? Hier? Nee. Hier? Nee. Hm. Okay, nochmal. Wir müssen nochmal gucken. Vielleicht ist da noch irgendwas. Nee. Da ist nichts. Ich sehe zumindest nichts. Hä? Wie zum Geier kommt man da raus? Der kann man da noch zu einer anderen Seite raus. Da ist ein Schalter! Jetzt habe ich ihn gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Da! Ha! Jetzt! Jetzt müsste irgendwas passieren. Oh shit! Da muss aber auch genau gucken, ne? Also ich habe das jetzt am Anfang nicht direkt gesehen. Da geht es auch direkt weiter. Können wir das hier verschieben? Ne,
da müssen wir andersrum. Super. Dingeling. Noch einer? Noch einer ohne Fahrschein? Wow! Mistviecher. Guck mal. Wie? Da kommt man doch bestimmt irgendwie rein. Wow, wo kommt der denn jetzt her? Blöde Viecher. Bei dem ersten Level, als ich da am Exit war, da stand da am Schluss noch, es fehlen noch 20 Secrets. Also hier sind wirklich so viele Secrets versteckt. Das ist wirklich völlig verrückt. Was hat denn der Schalter jetzt gebracht? Tür auf. Nicht wirklich. Ah, hier geht's hoch. Subway Maintenance Area right around the corner. Nee, hier sind keine Wasser. Jetzt nicht lang. Die kann man anzünden. Exit, ne. Das jetzt gebracht? Egal. Hallo? Hallo? Logischerweise braucht das Spiel keinen heftigen Rechner. Ich habe jetzt zwar hier einen ziemlich leistungsstarken Rechner, aber das braucht natürlich eigentlich so ein Rechner nicht. Was auch sehr krass ist, nebenbei mache ich gerade noch Videorendering auf dem gleichen Rechner. Und ihr seht, das läuft trotzdem. Und die Aufnahme noch. Ist das nicht verrückt? So, how about some action? How about some action, genau. Mistvieh. Hä? Ihr fiesen Säcke. Liquid Crack. Geil. Ah, guck mal. Wir können uns tatsächlich wieder was ziehen. What? Do you want to end it all? Junge, ich wollte das doch nochmal lesen! So. Hä, bekloppt. Junge! Herr Mac Monster. 10.000 Kalorien. For the true American. Ich hoffe, ich bin. Au! Da liegt was. So. Na toll, und jetzt? Ah. Sneak, sneak. Keine gute Waffe für die Reichweite eigentlich. Oh, geht. Passt schon. Ach du Scheiße. Schieß auf die Fässer.
die Fässer. Jetzt. Hat das was gebracht? Nein. Gibt's hier Headshots? Habe ich nicht noch ein paar Granaten? Ja. Puh. Oh ja. Da liegen ein paar Gedärme rum. Scheint geklappt zu haben mit den Granaten. Sind die lästig? Wer ist jetzt hier wieder am Start? We're done when I say we're done. Ha! Wir sind fertig, wenn ich sage, wir sind fertig. Was geht hier? Oh, hier muss ich aufpassen. Ha! Was ist das denn? Man weiß es nicht. Ein Kopf. Junge, ist das brutal. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die einsammeln kann. Ah, doch. Okay. Gotcha. Snacks. Keine Snacks. Ich muss immer so ein bisschen hin und wieder nach Secrets gucken. Hinten dran steht ein Fass. Passt auch so. Geht's hier nicht noch irgendwo rein? Nee. Ah, hier geht's noch hoch. Vielleicht können wir noch irgendwas abgreifen. Hier zum Beispiel. Ja, das war's aber, ne? Gut, dann. Easy. Oh, oh, wir haben noch 3 Schuss. Das ist nicht gut. Wie kommt man hier hoch? Wie soll ich denn da hochkommen? Duck Jump gibt's nicht, ne? Kann ich da drauf? Ja. Ha! Da geht's. Mist. Da geht's nicht weiter. Oh yes. Die volle Ladung. Da geht's runter. Sollen wir da runter? Toll. Falling Damage. War das? Wow. I spray, geil. You pray. Neue Waffe. Hm. Sind wir wieder hier? Was genau hat das gebracht? Gehen wir jetzt hier lang. Puh. Da oben! Durch die Decke? Nee. Wie kommt man da rein? Drecksack. Nothing there. Who wants some Wang? Geil! Ich glaub's nicht. Wer weiß, auf was das eine Anspielung ist. Oh Mann. Auf! Wow, die Waffe ist ja übel. Die haben eine gute Reaktion, die Säcke. Na, hoch.
Damit hat er nicht gerechnet. Ah, das ist, was wir gesehen hatten. Super. Oh yeah. Oh yeah. The Walking Dead. Schleichwerbung. Kann man die Kameras hin und her wechseln? Nee. Ah. Die Tür geht auf. So. Wo kommen die auf einmal alle her? Blöder. Hä? Da oben ist eine... Wie soll man denn da hinkommen? Wo kann ich das da runterschießen? Hab eh nix. Da kommt man doch nicht drauf. Doch! Ha! Gibt's ja nicht. Also ihr seht, da sind so viele Sachen immer versteckt. Das ist völlig verrückt. Müssen wir, glaube ich, mal die fette Knarre auspacken. Wir haben eh sonst keine. Oh oh. Oh no! Ah, na, herzlichen Glückwunsch. Ach du Scheiße! Jetzt geht's aber los. So, alles leer geschossen. Fast. Damit hat er nicht gerechnet. Boah. Immer um die Ecken gucken. Meistens liegt immer genau um den Ecken irgendwas. Sure, let's dance. Oh. Warranty. Not enough. Verrückt. Ouch. Das Krasse ist halt, dass ich diese Dinger wieder aufheben kann, die Granaten, wenn die nicht hochgegangen sind. Das ist lustig. Ich hätte die auch von... Na, siehst du, Leute? Ich hätte jetzt auch von hinten hier einfach eine Granate reinschmeißen können. Also du musst auch immer nach anderen Wegen schauen. Loading. Geil. Was geht jetzt ab? Kann ich hier rein, ey? You are still missing 12 secrets in this area. Das meine ich. Also wir kommen jetzt in die nächste Area und der warnt uns jetzt, dass wir noch 12 Geheimnisse vergessen haben. Das ist irre, oder? Also ich meine... Wo sollen die denn alle sein? Egal, wir gehen einfach. DC might be done for, but I'm not. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn hier so viel Munition rumliegt, richtig? Das ist immer eine ganz schlechte Idee. Boah, was ist denn hier los? Wir speichern mal kurz. New Save Game machen wir. Wir nennen es mal Level 3, weil ich weiß nicht, ob es überhaupt Levelabschnitte gibt, aber das ist ja quasi sowas wie eine neue Area jetzt, weil er das ja gesagt hat. Wir kommen auch nicht mehr zurück, wie ihr seht. We're done when I say we're done.
Diese Uzis sind genial, finde ich, gegen diese Viecher. Und die sind natürlich nicht so geil, weil die relativ schnell Haken schlagen können. Ah! Dodge so. This. Wie viel sind das denn noch von denen? Verrückt. Wahrscheinlich schon wieder alles verheizt hier, richtig? So. Also klar, Leute, das ist natürlich jetzt kein Spiel mit Mördergrafik oder so. Also das ist halt für Leute, die damals diese Spiele mit der Build-Engine geil fanden, also Duke Nukem 3D und Shadow Warrior und so, für die ist das hier halt einfach klasse, ne? Mir gefällt das so gut, das erinnert mich alles an die ganze Retro-Zeit, ne? Und ich zock das gerne. Ich mag das so gerne. Das ist direkt, das ist schnell, das ist Hirn ausschalten. Und dann ab und zu, finde ich, braucht man sowas mal. Können wir auf den... Hier ist eine unsichtbare Wand, ich komme hier nicht drauf. Was zum... Das ist ein Endgegner. Ich klapp weg. Ein krasser Endgegner. Oh, Kacke! Okay. Das ist ein bisschen krass. Okay, wir müssen... Ich glaube, wir sollten irgendwie... Munition sparen oder so. Und dann killen wir die mal damit. Ich speichere gleich auch nochmal. Also da musst du ja richtig aufpassen. Der zieht ja extrem viel ab. Worthless consumer models. Junge! Dodge this. So. Speichern. Level 3 Endgegner. Ich glaube, der ist da hinten. Ich sehe den, oder? Ist der, glaube ich, da vorne? Scheiße. Brauche ich denn eigentlich? Wir brauchen viel mehr Munition. Ich speichere gleich so nah wie möglich an diesem Endgegner nochmal. Der ist da vorne. Seht ihr das? Da, wo das Fadenkreuz gerade ist. Da ist der. Huch. Nochmal. Gespeichert. Die Frage ist natürlich, ist hier irgendwo... So eine Mörderwaffe, wo wir den killen können besser. Sobald ich um die Ecke gehe, geht's los. I'm gonna kick your shiny metal ass. Boah, Junge! Das ist ja irre! Verrückt. Ich schmeiß denn die Granaten hin. Wo ist der? Da. Hat nichts gebracht. Scheiße. Puh. Ich glaube, wir schießen damit, ne?
Danke. Das war nix. Ey, wie viel hält der denn aus? Und wie wenig halte ich aus? Kann ich hier trinken? Bei du konnte man das. Oh, warte, ich kann ja... Hä? Krass, ich habe Minipacks. Ey, das kannst du ja völlig knicken. Der hält ja viel zu viel aus. Der hat gerade mal ein Viertel, wenn es hochkommt, weg. Ich bräuchte einen Raketenwerfer oder sowas. Das raff ich nicht. Wie soll man das denn machen? Oder muss ich den hier an den Kram hier locken, ey? Interessant ist, der sieht mich nicht, ne? Wenn der da rumläuft, sieht er mich nicht. Vielleicht sollten wir wirklich mal gucken, dass wir dem immer so eine Granate hinschmeißen. Wenn der gerade nicht hinguckt. Jetzt hier. Ja, guck mal. Boah, Mann, ey. Boah, fuck. Ey, der ist doch krank. Ist doch krank. Aber ich denke, nur mit Granaten können wir das schaffen. Kurz nochmal speichern, damit das schneller geht. Kick your shiny metal ass. Die Frage ist, weiß er jetzt, wo ich bin? Geht da hinten lang. Ja, hat gesehen. Oh shit! Boah! Isa! Tickt ja nicht mehr knusprig. Da ist er. Ich meine, ich treffe den zwar, aber hier ist keine Deckung mehr. Der ist doch krank. Alle auf einmal verheizt. Gestört. Noch einen. Frage ist, sieht er mich jetzt oder was? Oh nein. Gleich habe ich keine Granaten mehr. Selbst mit übertroffen. Komm mal hier. Da sollte ich vielleicht. Oh nee, oder? Da klappt's mich vom Hocker.
Da klappt es mich. Da kommt der blöde Spacko um die Ecke. Okay. Wir haben nichts gesehen. I'm gonna kick your shiny metal ass. Ah, guck mal. Den austricksen. Ha! Ich glaub's nicht. Nice. Oh, guck mal. Bring it on. Wow, so ein Complete. Alter Kreisverwalter. Wir haben eins von 33 Secrets gefunden. Das ist ein Scherz. Eigentlich war das jetzt die erste Zone, ne? Hä? Get ready to rock. Ah, wir können nämlich... also wir haben jetzt die erste Episode durchgezockt und wir können noch drei weitere zocken. Ich glaube, das, was ich gerade gezockt habe, war Crisis in Colombia und es gibt noch drei weitere. Und wir gehen jetzt mal hier raus. So, schauen wir mal. Also ihr seht schon, die Bewertungen sind wirklich gut und ich kann das bestätigen, das ist einfach ein schnelles, brachial, brutales, direktes Spiel. Ihr seht hier auch noch, ganz andere Zonen sind hier auch noch und es macht halt wirklich Bock. Da kannst du sagen, was du willst, 3D Realms, die haben es auch noch wirklich noch drauf. 20 Euro, da mag man jetzt meinen, das ist natürlich viel für so ein altes Spiel, aber das ist ja gar kein altes Spiel. Ne? Die haben durchaus noch damit Zeit verbracht, ne? Und da muss man natürlich auch sagen, ja, das muss man auch irgendwie dann entlohnen. Ich bin ja auch froh, wenn ich 3D Realms noch ein bisschen Geld geben kann, weil die waren ja mal wirklich vom Abkratzen und das waren so meine Lieblinge damals. Also mir gefällt's, ne? Auf jeden Fall. Und verratet mir doch mal, was euer Lieblingsspiel von 3D Realms ist oder ob ihr das überhaupt kennt. Das wäre ja mal interessant zu wissen. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und abonniert mich, weil es gibt bei mir hin und wieder mal PC-Spiele. Ich versuche immer so alle zwei Wochen, weil mein Hauptkanal ist natürlich Virtual Reality für die, die mich kennen. Aber hin und wieder möchte ich ja auch gerne mal etwas Non-VR-Sachen zeigen. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Nee. Doch, wir sind beim nächsten Mal sind wir wieder in der virtuellen Realität auf dem anderen Kanal. Ciao. Wude.de